Minijob, die Verdienstgrenze soll auf 600 Euro angehoben werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die CDU-CSU in der Bundesregierung hat ein Positionspapier eingebracht und in diesem Positionspapier steht drin, dass unter anderem die Verdienstgrenze des Minijobs von derzeit 450 Euro auf 600 Euro monatlich angehoben werden soll. Der Grund, durch die Einführung des Mindestlohnes und durch den steigenden Mindestlohn arbeiten die Minijobber bezogen auf die Verdienstgrenze 450 Euro immer weniger. Und das schmeckt natürlich der Wirtschaft nicht so und deshalb sagt die CDU-CSU, Verdienstgrenze sollte angehoben werden. Ein weiterer Grund ist, die Verdienstgrenze ist seit 2013, als sie damals auf 450 Euro angehoben worden ist, bis jetzt nicht nochmal angehoben worden. Die SPD, führend dort Hubertus Heil, hat klipp und klar gesagt, da machen wir grundsätzlich nicht mit. Wir sind gegen eine Ausweitung des Niedriglohnsektors, denn die Anhebung der Verdienstgrenze des Minijobs auf 600 Euro würde, könnte unter Umständen dazu führen, dass feste bestehende Arbeitsverhältnisse dann aufgeteilt werden in, was weiß ich, viele Minijob-Arbeitsverhältnisse. Und das macht die SPD nicht mit. Ein weiterer Grund, warum die SPD grundsätzlich dagegen ist, ist, dass die Minijobber in Krisenzeiten bei Kurzarbeit oder bei Arbeitslosigkeit grundsätzlich nicht geschützt sind. Wir sagen, die goldene Mitte sollte gefunden werden zwischen 450 und 600 Euro. Das wäre schon mal ein guter Einstieg, damit hier ein Kompromiss gefunden werden kann. Für viele Rentnerinnen und Rentner würde eine Anhebung der Verdienstgrenzen des Minijobs ein wahrer Segen sein. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, sollte dann die Anhebung kommen, müsste dann auch die Hinzuverdienstgrenze bei der Altersrente und bei der Erwerbsminderungsrente angehoben werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.